Die Boyce-Codd-Normalform ist eine Verschärfung der dritten Normalform. Warum? Die Definition hier ist völlig gleich zur Definition der dritten Normalform, bis auf den zweiten Punkt. Ich schreibe es nochmal hin und streiche es dann durch. Bei der dritten Normalform stand ja, a ist prim. Das war die zweite Bedingung. Und genau diese Bedingung wird hier jetzt durchgestrichen, wird gesagt, nee, also für jede funktionale Abhängigkeit von x auf das Attribut a muss gelten, x ist ein Superschlüssel. Also es muss ein Superschlüssel sein. Falls es kein Superschlüssel ist, konnten wir ja bei der dritten Normalform sagen, okay, es ist auch okay, wenn a einfach prim ist und x ist kein Superschlüssel. Bei der dritten Normalform konnten wir ja sagen, okay, wenn jetzt x kein Superschlüssel ist, dann testen wir das zweite Kriterium hier und wenn dann a prim ist, ist das auch okay für die dritte Normalform. Das ist hier jetzt nicht mehr der Fall. Hier muss für alle nicht-trivialen funktionalen Abhängigkeiten wirklich gelten, was immer links steht, das ist ein Superschlüssel und bestimmt dieses Attribut. Und daraus folgt natürlich, dadurch, dass ich hier einfach eine Bedingung weglasse, und das ist ja ein oder, was da steht, ja, hier steht ja oder bei der dritten Normalform, folgt daraus natürlich automatisch, dass wenn irgendetwas in Boyce-Codd-Normalform ist, folgt daraus, dass es in dritter Normalform ist, wegen dieser Bedingung. Die ist ja dann erfüllt für jede funktionale Abhängigkeit. Was auch wichtig ist, die Rückrichtung gilt sogar auch ganz oft. Also das ist klar, dass man von Boyce-Codd gilt ja die Richtung hier, das ist das, was ich gerade gemalt habe, das gilt immer. Das gilt wirklich immer, egal was passiert. Aber diese Richtung hier von der dritten Normalform zur Boyce-Codd-Normalform, das gilt meistens auch. Das wurde gezeigt in diesem Papier. Das zeigt nämlich, dass wenn R eine 3NF-Relation ist, die keine überlappenden Kandidatenschlüssel hat, dann ist R automatisch in der Boyce-Codd-Normalform. Also was heißt das? Das heißt, wenn ich eine Relation habe in der dritten Normalform und ich habe nur einen Kandidatenschlüssel, dann ist das schon mal Boyce-Codd. Oder ich habe mehrere Kandidatenschlüssel, die überlappen sich aber nicht in ihren Attributen, dann ist es auch in Boyce-Codd. Ja, das ist ganz wichtig. Da kann ich sofort mir diesen Test auf Boyce-Codd-Normalform sparen, wenn ich schon weiß, diese Situation hier, keine überlappenden Kandidatenschlüssel. Da ist schon alles geklärt. Da weiß ich schon, wenn ich 3NF geklärt habe und weiß, es ist in dritter Normalform, ist es damit automatisch auch in der Boyce-Codd-Normalform. Und das gilt auch umgekehrt. Wenn ich jetzt eine Relation habe, die ist in der dritten Normalform, aber nicht in Boyce-Codd-Normalform, dann muss er zwei Kandidatenschlüssel haben, die einen nicht leeren Schnitt haben, die sich irgendwie überlappen. Das muss gelten. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Also, dritte Normalform. Wie ist das jetzt mit dieser Tabelle hier? Ich habe ein bisschen andere Notation hier verwendet. Das Schema R hat das Attribut B, C, D und E. Und es hat drei funktionale Abhängigkeiten. Das habe ich hier ein bisschen grafisch hingemalt. Ich sage hier, B und C zusammen bestimmen E. Das soll dieser Pfeil hier andeuten. Dann habe ich C bestimmt D, das sagt dieser Pfeil, und D bestimmt C, das sagt der Pfeil zurück. Das sind meine funktionalen Abhängigkeiten. Was habe ich dann für Kandidatenschlüssel? Naja, B und C in jedem Fall. Warum B und C? B und C bestimmen E, C bestimmt D, damit ist BC ein Kandidatenschlüssel. Genauso ist BD ein Kandidatenschlüssel. Warum? Ich kann ja C und D hier einfach austauschen. Das heißt, wenn ich B und D nehme, bestimmt ja D wieder C und ich komme auf C zurück. Und BC bestimmt ja E, also habe ich wieder alle Attribute erwischt und habe hier den zweiten Kandidatenschlüssel. Im Schnitt dieser beiden Kandidatenschlüssel liegt jetzt das B. Und das heißt, ich habe genau die Situation, die ich hier eben beschrieben habe. Ich habe mehrere Kandidatenschlüssel und die überlappen sich. Das ist das, was hier ist. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das wirklich ein Problem ist bei dieser Relation. Also schauen wir vielleicht erstmal an, wie diese Bedingungen gelten. Beide Bedingungen, also die Bedingung, die für 3NF und BCNF gilt, aber auch diese Bedingung, die nur für 3NF gilt. Also, funktionale Abhängigkeiten, BC bestimmt E. Ist denn X ein Superschlüssel? Ja klar, ist sogar ein Kandidatenschlüssel, ist also super, braucht man nicht weiter gucken. Ist denn C? C bestimmt D. Ist C ein Superschlüssel? Nee, in keinem Fall. Ist D Teil eines Kandidatenschlüssels? Ist D also prim? Ja, das ist der Fall. Und bei DC ist es genauso. D ist kein Superschlüssel. In keinem Fall. Und D bestimmt C. Also C
Und C ist aber natürlich ein Primattribut. Das ist Teil eines Kandidatenschlüssels, nämlich hier oben. Das ist also okay. Das heißt, dass diese beiden funktionalen Abhängigkeiten die Boyce-Codd-Normalform verletzen. Für Boyce-Codd müssten hier auch Häkchen stehen, es müsste auch in Ordnung sein. Für die dritte Normalform ist es aber okay, dadurch, dass D und C Primattribute sind. Das heißt, das Ding hier ist in 3 in F. Das ist okay, das haben wir. Aber das ist nicht in B, C und F. In keinem Fall. Diese Normalform ist hier verletzt.